Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z, heute zum Buchstaben I. Es geht heute um den Ingwer und wer glaubt schon alles zum Ingwer zu wissen, sollte vielleicht doch ein Weilchen dranbleiben. Ich dachte das nämlich auch und mein Zettel von den Sachen, die ich noch nicht wusste, ist voll geworden. Der Ingwer wird im Englischen auch Ginger genannt und im Lateinischen heißt er Zingiber officinalis. Der Ingwer hat eine uralte Tradition als Heilpflanze. Besonders im alten China, aber auch in Japan und Indien war der Ingwer nicht wegzudenken als Heilmittel. Schon damals war bekannt, dass der Ingwer ein wunderbares Mittel ist, um tiefgreifend von innen zu wärmen. Auch die moderne Forschung hat festgestellt, dass über 400 Stoffe im Ingwer enthalten sind und dass einige davon auch wirklich medizinische wirksame Inhaltsstoffe darstellen. Das Gingerol gehört unter anderem dazu. Man hat sogar herausgefunden, dass frischer Ingwer andere Stoffe enthält, als Ingwer, der getrocknet oder gekocht wurde. Je nachdem lassen sich dann auch unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten denken. In etwa vor 2000 Jahren wurde der Ingwer auch über die Handelswege mit nach Europa transportiert. Und im 13. Jahrhundert war ein Pfund Ingwer genauso teuer wie ein ganzes Schaf. Das bedeutet, das war ein wahres Luxusgut, aber die Europäer wollten dennoch nicht darauf verzichten. Als der Ingwer erschwinglicher wurde, wurde es auch üblich, dass er Süßigkeiten beigemischt wurde. So gab es beispielsweise Ingwerplätzchen oder auch Kekse mit Ingwer. Eine alte asiatische Legende sagt, dass der Ingwer so viel Kraft verleiht, dass man sogar einen Tiger zähmen und auf ihm reiten kann. Übrigens ist der Ingwer im Jahr 2018 zur Heilpflanze des Jahres ernannt worden. Der Ingwer enthält viele Scharfstoffe und die wirken besonders entzündungshemmend. Der Ingwer kann aber auch helfen, die Darmtätigkeit anzuregen und auch den Kreislauf in Schwung zu bringen. Er wirkt durchaus auch durchblutungsfördernd. Nachgewiesen ist auch, dass der Ingwer gegen verschiedene Virenstämme, Bakterienstämme und sogar gegen einige Pilze hilfreich eingesetzt werden kann. Ingwer gilt als das Mittel gegen alle möglichen Erkältungskrankheiten, ob das Husten ist, Fieber oder auch grippale Infekte. Durch seine schmerzlindernde Wirkung wird der Ingwer zum Beispiel auch gegen Migräne eingesetzt, auch bei Rückenschmerzen oder Menstruationsbeschwerden. Nachgewiesenermaßen wirkt der Ingwer besonders gut gegen viele Arten von Übelkeit. Das kann Reisekrankheit betreffen, das kann auch die Schwangerschaftsübelkeit betreffen. Und das kann auch die Nebenwirkung der Chemotherapie betreffen. Empfohlen ist der Ingwer vor allem in Form von Tee. Auf der Seite der Uniklinik Freiburg habe ich gefunden, dass der Ingwertee richtig gut empfohlen ist bei Erkältungen, auch bei Verdauungsproblemen und bei Übelkeit. Er wirkt besonders auch vorbeugend fürs Immunsystem. Aber wenn man Beschwerden hat, sollte man den Ingwer nicht schälen, sondern die Schale dran lassen. Da sind nämlich besonders viele gute Inhaltsstoffe drin. Man sollte ihn erst kurz bevor man ihn mit Wasser aufgießt, in dünne Scheiben schneiden, weil ansonsten auch schon wieder flüchtige und wichtige Stoffe verloren gehen können. Und man sollte ihn mindestens 5 Minuten, besser noch 10 Minuten lang ziehen lassen, und zwar abgedeckt. Der Ingwertee ist empfohlen bei Bauchschmerzen oder Blähungen, auch bei Krämpfen in der Magengegend, bei Durchfall, bei Reizdarm und auch bei Appetitlosigkeit. Wer allerdings eine Grunderkrankung hat in der Magen-Darm-Gegend, sollte vorher schon mit dem Arzt absprechen, ob Ingwer in der persönlichen Situation wirklich eine gute Idee ist. Besonders bei Gallenstein empfiehlt sich Ingwer als Mittel eher nicht. Ingwer ist auch empfohlen bei Rückenschmerzen, bei Arthritis, aber auch bei Muskelkater. Man kann entweder den Tee abkühlen und als Umschläge benutzen oder man kann auch Ingwergel kaufen. Oder auch selber eine Paste, einen Brei aus Ingwerstückchen herstellen und das in Form von lauwarmen Umschlägen auf die betroffenen und schmerzenden Stellen auflegen. Und parallel hilft es natürlich auch, den Ingwertee zu trinken. Die Wirkung gegen Rückenschmerzen, Muskelkater und Arthritis kommt daher, dass der Ingwer auch äußerlich angewandt tiefgreifend durchwärmt. Und das sorgt bei den Muskeln für Entspannung und dann häufig auch für eine Linderung oder Besserung der Schmerzen. Übrigens gilt Ingwer auch als ein schnell wirksames Mittel gegen Mundgeruch, denn die Stoffe im Ingwer zersetzen so schwefelhaltige Verbindungen, die im Mundraum einfach für Mundgeruch sorgen. Inzwischen hat auch die Schulmedizin festgestellt, dass der Ingwer interessant sein könnte. Und da wurde auch herausgefunden, dass der Ingwer, wenn er getrocknet oder gekocht wurde, andere Inhaltsstoffe enthält als ganz frischer Ingwer, weil die sich einfach ineinander umwandeln.
Inzwischen forscht man ganz eifrig, denn es zeichnet sich ab, dass der Ingwer auch gegen Fortschreiten von Alzheimer- und Demenzerkrankungen helfen kann. Ja, ihr Lieben, viele Informationen zum Ingwer. Ich hoffe, für euch war wieder etwas Neues und Interessantes dabei. Und morgen geht es weiter mit dem Buchstaben J. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!